Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Nun, ich habe festgestellt, dass die letzte Folge etwas überlang war und habe mir jetzt vorgenommen, nicht länger als eine halbe Stunde die Folgen zu gestalten, um mit der Produktion nachzukommen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich möglicherweise nach dieser Folge die Starbound-Folgen alle zwei Tage nur rausbringe, damit ich mir leichter tue. Ich weiß allerdings nicht, ob das so richtig ist, ob das so gut funktionieren kann. Wir werden sehen. Wir returnen mal zum Game, das eigentlich eh die ganze Zeit weitergeht. Ist egal, was ich mache. Da kann ich Escape drücken, wie ich will. Es läuft und läuft und läuft und läuft einfach weiter. Ah, Moment mal, ich sollte möglicherweise... Ja, das kann man so lassen, wenn man denn möchte. Oh, nicht runterfallen. Wir kamen von hier. Und da müssen wir jetzt hoch, nicht wahr? Ja. Hier so. Jetzt müssen wir da hoch. Genau so ist es. So. Nein. So, genau hier möchte ich raus. Ich habe da Eisen übersehen. Verdammt. Verdammt mich und meine Rohstoffhurerei. Ja, ich bin ebenfalls eine Rohstoffhure. Ich sollte zu den anonymen Treffen gehen. Treffen der anonymen Rohstoffhuren. Ich wäre eine der größten. Naja, wobei, wenn ich mich mit anderen berühmten Beispielen vergleiche, könnte es möglicherweise sein, dass ich nicht eine der größten wäre. Aber ich wäre bestimmt unter den Top 10. Sehr schön. Bekommen wir das auch noch? Natürlich. So. Also ich bin der Meinung, wir kommen hier schöner raus als rein. Ja, wir kommen hier eindeutig schöner rein als raus, natürlich. Schöner rein als raus hier, ne? Ich meine, bei manchen Sachen stimmt es bestimmt, dass das rein schöner ist als das raus. Das wissen wir ja aus diversen Erfahrungen. Zum Beispiel, da gibt es ganz klassische Beispiele, wie zum Beispiel das Wirtshaus. Es ist immer schöner hineinzugehen, seine Bekannten zu sehen, die Kellnerin zu sehen, wie sie dich alle noch anlächeln, als beim Rausgehen dann getragen zu werden. Mit einem Gesicht, das sagt, Alter, ihr hättet mir vor 10 Bier schon nichts mehr geben dürfen. Und eine Jacke, die sagt, wasch mich, sonst löse ich mich auf. Ach, wie schön, Sternschnuppenregen, so. So herum nämlich. Ich würde sagen, wir sehen uns noch ein bisschen um hier. Verdammt, Alter, so. Wir sehen uns hier noch ein bisschen um, wir nehmen noch ein bisschen was mit, wir schauen uns mal die Gegend an. Dieser Planet ist übrigens wunderhübsch. Da, wenn ich das mal so feststellen darf, wenn ich das mal festhalten darf, dokumentieren für die Nachkommenschaft, Alter. Ich kann so einen großen Kohleflöz einfach nicht ignorieren. Leider kann ich das nicht. So. Ich habe Starbound mit dem Charakter, den wir gelöscht haben, ganz zu Beginn des Let's Plays, mit dem Winter Update hier, mit diesem, wie heißt dieses Update hier, irgendwas mit Giraffe. Sleepy Giraffe? Nein, nicht Sleepy, irgendeine andere Giraffe. Übrigens schon mal angespielt, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem man in diese komische Raumstation kommt.
Da habe ich dann zwei Quests angenommen, habe ich aber nie fertig gemacht. Ich kam einfach nicht dazu und dann habe ich das Let's Play gestartet. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht. Bisher läuft es zumindest relativ gut. Muss ich sagen. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich nicht mehr einfach nur Rohstoffe sammeln muss, um mich weiterzuentwickeln, sondern dass ich auch Quests machen muss. Ich hoffe, ich bleibe bei dieser Meinung. Moment, es juckt mich am Auge. Ich weiß es nicht warum. Aber da ich hier halbwegs professionell bin, würde ich das niemals laut sagen. Lalala, Reis und diese komischen harten Früchte-Dinger hier. Was bist denn du? Achso, du bist ein Kohlepinderpill. So ist das also hier. So läuft der Hase. Freunde. Was ist denn hier? Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Es wird der Planet nicht neu begonnen. Ach, wie geil ist das denn? Das ist ein Dirtblock, den habe ich vor einer Woche habe ich den abgebaut hier. Oder? Nein, das war schon... Na, vor anderthalb Wochen war es. Das ist ein Erdblock, den habe ich vor anderthalb Wochen abgebaut hier. Schlimm. Schlimm ist das. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt dann auch gleich an... Moment, ich verrate nicht zu viel. Ich verspreche keine Dinge, die ich nicht halten kann. Moment. Okay, manchmal tue ich das schon, aber... Da darf man mir nicht böse sein. Da will ich einfach mehr, als ich kann. Wie beim Essen. Jedes Mal, wenn es Spaghetti gab. Bei Muttern zu Hause am Mittagstisch Spaghetti. Einfach einen Haufen aufgetürmt. Den man niemals vertilgen konnte. Aber das kennt bestimmt der eine oder andere von euch. Genauso gut wie ich. Was bist denn du für ein Viech, Alter? Die Viecher hier bei Starbound sind generell... Alter! Der haut ganz... Alter! Nein! Hilfe! So verschwindet doch! Ja. Genau das gehört dir auch. So. Ich mach mal Taschenlampe an. Das war so klar. Wieso war das... Verdammt. Verdammte Hacke. Ey. Jetzt greife ich mal nicht an hier. Ich bin sowieso schon angehittet hier. Muss ich mich dauernd heilen. Das ist ja uncool, ist ja das. So, Taschenlampe wieder an und wir gehen schon wieder weiter. Ich habe mich erfolgreich getarnt. Tarnentricksen und täuschen. Genau, und hier bin ich nämlich beim letzten Mal hinabgestiegen in die Tiefen. Hier führt ebenfalls ein Tunnel hinunter bis zu den Core Fragments. Au. Das Geräusch, das er macht, wenn er sich verletzt, unser guter Hans-Peter. Ist doch etwas gewöhnungsbedürftig, allerdings gewöhnt man sich an alles. Viele Generationen vor uns haben es gezeigt und es stimmt. Ach, wie schön. Verschwinde. Keiner braucht dich, geh weg. Das ist ja irgendwie lustig. Geh weg, keiner braucht dich. Im Hintergrund spielt ganz leise ein weiteres meisterhaftes Stück des Starbound OSTs an.
Es spielt ein. So. Also zu essen haben wir auf jeden Fall genug. Ja, verschwinde. Yay, einen Speed Boost. Nichts und niemand holt mich ein. Ich muss dann wohl ein Auto sein, was? Keine Ahnung. So, meine Damen und Herren. Geh weg. Ich will dich nicht. Geh einfach. Ah, natürlich, ja, was auch sonst, hey. Haben wir toll bewältigt. Wir sind auch gar nicht weggelaufen wie so ein kleines Mädchen oder so. Wir haben uns heldenhaft den Monstern gestellt. Wir haben den Kampf fair und ehrlich gewonnen. Den Kampf, der niemals stattgefunden hat, natürlich. Und ich frage mich, sind wir eigentlich nicht schon um den Planeten herum? Halt doch die Fresse. Wobei, wir brauchen Pixel. Komm her. Komm her, du. Alter, der haut ganz schön rein, der Typ. Sehr schön. Ja, wir sind schon um den Planeten herum und ich würde sagen, beamen wir hoch. So, meine Damen und Herren, wir stellen uns jetzt nämlich ein schönes Tablein auf. Das könnten wir allerdings anders machen, auf eine Art und Weise, die ich mir ausnahmsweise mal abgeschaut habe. Aha, das ist okay, dieses Deko-Element ist nicht unbedingt vonnöten. Da. Nein, was tust du denn? Fahr in einer geraden Linie, du. Du Guter, du. Hier. Wir haben eindeutig zu wenig von diesen Dingern, aber das ist uns egal. So, du kommst hier hin. Dann kommst du... Moment, du kommst hier, da, da. Du kommst dahin. So. Stone fuhr Naze. Was bedeutet das, wir haben keinen Campfire? Bist du denn des Wahnsinns? Dann kraften wir uns eben einen Campfire. Dann stellen wir uns einen Strohnefuhrnaze her. Quest complete. Tutorial 5. Out of the frying pan. Awesome. Time to play with fire. Ach, wie schön. Es ist Zeit, mit dem Feuer zu spielen. Nein, Kinder, macht das nicht. This should work for most basic metals like copper and iron, which I can then use to build a more advanced furnace later. Natürlich, genau das werden wir tun. Tutorial 6. Tools for the job. I'm going to need better tools. If I'm going to survive down here, I should start by making use of a furnace and smelting some copper to obtain a copper bar. In the deeper underground I'm to find ore. Je tiefer ich gehe, desto mehr Ore werde ich finden. Das stimmt allerdings. So, ich setze mich mal ganz kurz um hier. Ah. Ich setze mich um auf meinem Stuhl hier, so. Ich akzeptiere, ich werde eine Copperbar einschmelzen. Allerdings muss ich dazu nicht mehr in den Untergrund. Wir haben ja ein bisschen was gesammelt. Den Furnace muss ich erst aufstellen. Ich habe ihn ja hier. Schauen wir mal. Copperbar. 25 Copper Bars. Quest complete. Tools for the job. Nice. I'll need a whole bunch of copper bars to start building tools. A copper pickaxe will allow me to mine faster for a while. Except. To make use of a stronger and more valuable ores, I need an iron anvil. With an anvil I can prepare myself for the dangers ahead. I can make one with the crafting table. Wir sollen also einen Amboss herstellen.
2 Gold Bar können wir ebenfalls machen. Iron Bars können wir wahrscheinlich 1000 herstellen. 100. Na, das ist aber 108. 108 Iron Bars können wir herstellen. Silver Bars können wir 25 herstellen. Das ist mehr als wir brauchen. Sehr, sehr schön. Ich kann also jetzt einen Amboss herstellen. Einen was ist das? Novakit, was? Novakit Flag. Wood Planks and Fabric. Sehr schön. Aaron Anvil. 8. Das nehmen wir einfach mal mit, um die Quest zu completen. Tutorial 7 Forging Ahead. Perfect. Now I can craft all sorts of weapon and armor with this Iron Anvil. I should make myself some better gear before I head into more dangerous space. Wir sollen uns also mit diesem Amboss bessere Ausrüstung machen, bevor wir weiter in den Raum vordringen. Und das finde ich tatsächlich eine gute Idee. Quest complete, Tutorial 8, ups and downs, awesome, now my ship's sail can repair the ship's thrusters and I can visit other planets in this solar system. Aus irgendeinem Grund haben wir anscheinend irgendeine Quest completed, die wir noch nicht hatten, und jetzt können wir mit Sail sprechen, der jetzt unsere Schubdüsen reparieren kann. Und wir können jetzt andere Planeten in diesem Sonnensystem bereisen. Das ist aber toll. Das finde ich ganz nice. 32 machen wir uns noch. So. Aus irgendeinem Grund nimmt das nicht immer. So, meine Freunde. In den Shiplocker. Sollen wir was in den Shiplocker legen? Nein, ich glaube nicht. Ich könnte ja... Nein, das machen wir später. Hallo, Sail! The thrusters and FTL drive are offline. I can repair the thrusters with the ship's auto-repair module, but I'll need core fragments from the core of the planet below. Haben wir schon gelesen, haben wir schon gesammelt. I can repair... Bla bla. Und das Häschen schlägt einen Nagel in einen E-Träger aus Stahl. Was für ein begabtes Häschen. Das könnte ich selber nicht besser machen, beziehungsweise gar nicht. Quest complete, a big bang. Yeehaw, the old girl's got some more in her yet. Next I'll need to repair the FTL drive. Yeehaw, das alte Mädchen hat ein bisschen mehr in sich. Jetzt muss ich als nächstes den quasi Warp-Antrieb reparieren. Wir bekommen 500 Pixel und akzeptieren das natürlich. Free as a bird. Now that I can visit the planets within this solar system, I need to start looking at how to repair my FTL drive. Sail will probably know more. Nun, da ich mich hier in diesem Sonnensystem frei bewegen kann, muss ich mich darum kümmern, meinen Warp-Antrieb zu reparieren. Sail könnte möglicherweise mehr wissen. Wir akzeptieren diese Queste. Moment, ich muss mal ganz kurz. Was denn? Ich habe gerade gesehen, draußen vor dem Fenster steht schon wieder der Nachbar und räumt den Gehsteig frei. Aus irgendeinem Grund schon wieder. Fleißiger Mann. Gut, dass ich kein Haus habe. So. Aber weiter hier im Text. Sail, ship-based artificial intelligent lettuce. Sehr schön. Lettuce, dachte ich mir eigentlich, heißt Lettuce nicht eigentlich Salatblatt? Oder Blattsalat? Egal. The ship's thrusters have been repaired. Travel within this system is now available. We need to fix the ship's FTL drive with 20 Erkius crystals. Our scanners have also picked up the presence of a strange gate in this system. We should check that out first. Die Manövrierdüsen des Schiffs wurden repariert. Wir müssen allerdings den Warp-Antrieb reparieren mit Hilfe von 20 Erchios-Kristallen. Unsere Scanner haben auch
die Präsenz von einem komischen Tor in diesem System festgestellt. Wir sollten uns das mal ansehen. Gut. Commands. Upgrade MM Power. With 10 bars of refined copper, I can upgrade your Meta Manipulator to increase its mining power a bit. Mit 10 Kupferbarren kann ich deinen Meta Manipulator bearbeiten, sodass du mehr Abbaukraft hast. Issue Command. Success, your Meta Manipulator has been upgraded. Wir haben unseren Meta Manipulator upgraded. Mit 10 Bars Silber können wir unseren Meta Manipulator upgraden, sodass wir Flüssigkeiten sammeln können. Übrigens können wir uns das auch schon leisten. Sehr schön. Success, your Meta Manipulator has been upgraded. Das heißt, wir können jetzt schneller abbauen und wir können jetzt Flüssigkeiten abbauen. Ist übrigens auch ziemlich wichtig jetzt. So, mal wieder umsetzen. Moment, ich muss mal meinen Sitz richten. Ich rutsche nämlich schon wieder nach vorne. Hopp. So. Jetzt geht's besser. Ich habe mir nämlich hier irgendwie komisch und peinlich das zuzugeben. Aber ich habe mir nämlich hier auf dem Sitz was eingerichtet, sodass ich nicht mehr nach vorne rutsche. Oh mein Gott, Gronkh streamt. Was streamt er denn? Du. Nein, er hat's veröffentlicht. Okay. Nein, Gronkh ist jetzt live. Er spielt Dollar. Okay. Na, das ist aber toll. Ist egal. Ich habe gerade ein Mail gekriegt, darum. So, was wollte ich gerade erzählen? Ja, genau. Ich habe mir nämlich auf dem Sitz ein Handtuch zusammengelegt lern Deutsch, Koron. Aha. 10 bars of gold und 10 bars of titanium. Okay. Haben wir nicht. 20 Archeos-Kristalle haben wir auch nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe hier nämlich so ein zusammengefaltetes Handtuch liegen, das verhindert, dass ich nach vorne rutsche und mich weiter nach hinten drückt. Das habe ich gelernt während dem Zivildienst. Das machen Krankenschwestern, um zu verhindern, dass alte Leute und Kranke eben nach vorne rutschen und vom Stuhl fallen. Finde ich relativ praktisch, weil wenn man so nach vorne gebeugt sitzt, weil man sich nach vorne lehnt, weil man ins Mikrofon sprechen muss, rutscht man automatisch auf dem Stuhl nach vorne und so verhindere ich das größtenteils. Zumindest zögere ich es lang genug hinaus. So, was haben wir denn jetzt? Aha, das ist jetzt dunkelblau statt hellblau. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Nein, warte, wir stellen zuerst den Amboss auf. Amboss ist da. Amboss stellen wir da hin. So. Schauen wir mal, Copper Pickaxe brauchen wir nicht, Gold Pickaxe brauchen wir auch nicht. Deputy's Vest, Iron Bar. Deputy's Slacks, Deputy's Head. Ich glaube, wir stellen uns einfach mal eine Rüstung her. Deputy's Vest. Winchester, 54. Der hier macht jetzt 27. Wir könnten allerdings auch den Old Faithful. Den will ich aber nicht. Ich will... Ja, Winchester stellen wir uns auch hier. Wie viel braucht das? 8. Haben wir, können wir uns leisten. So. Dann würde ich sagen, wir kleiden uns... Achso, wir sind schon eingekleidet. Automatisch. Fancy. Deputy's Head. Nein, wir sind nicht eingekleidet. Da haben wir es. So. Dann haben wir jetzt Rüstung. Wir haben ein bisschen Herz dazu bekommen. Wir haben ein bisschen Regeneration dazu bekommen. Das ist auch ganz toll. Die Winchester legen wir auf rechts. So, dann müssen wir das ganze wertvolle Zeug einfach mal ablegen. Das ist da. Das machen wir noch in dieser Folge. Hier, die Waffe kommt weg. Die Waffe da oben interessiert eh keinen. So. So, das Eisen. Das Eisen, Popeisen. Silber. Goldohre. Silberbar. Nein, da, Silberbar. Haben wir noch irgendwo Ohre? Nein, Ohre haben wir keinen mehr. Wir haben keine Ohren mehr, verdammt! Wo sind unsere Ohren? Ja. Das war witzig, ganz bestimmt. Das...
Erde, wieso kann ich... Dirtblock, Dirtblock. Aus irgendeinem Grund sind das zwei verschiedene Erdsorten. Cobblestone schmeißen wir den 117er Stack weg, das behalten wir. Wooden Crafting Table können wir auch da reingeben. Core Fragment Ore können wir auch da reingeben. Raw Steak, The Bomb, ja, keine Ahnung. Das können wir theoretisch wegschmeißen, das können wir wegschmeißen. Ich glaube, wir müssen Kisten aufstellen. Es wird nichts. Es wird nichts. Es führt keinen Weg drum herum und die Copper Bars haben wir da oben, habe ich gerade gesehen. Da haben wir auch noch Iron Ore. Das haben wir auch da. So, wir stellen jetzt einfach mal Kisten auf. So, so und so. Und da legen wir rein. Hier haben wir Pflanzen. Pflanzen, Reissamen, Kornsamen, Wet Seed, Reis. So, dann haben wir hier Lebensmittel. Das, 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 das. Jo. Dann haben wir hier übrigens... Hier haben wir noch ein Seed. Und da kommt aller möglicher Plunder rein. Metal Crate zum Beispiel. Das Zeug, das Ding, das Ding. Das behalten wir. Außerdem haben wir noch das Ding und das Ding hier. So, dann würde ich sagen, wir bauen uns das Zeug hier noch ab. Stellen das hier dazwischen. Setzen uns hin. Hoffen, dass wir möglicherweise bald einen zweiten bekommen. Was nicht passieren wird, da ich keinen Server habe. Starren ins Leere. Fragen uns, was denn wohl der Sinn des Lebens ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder auf dem Endscreen. Bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf dem Endscreen. Ja, was war das denn heute für eine produktive Folge? Wir haben endlose Anzahlen von Quests erledigt. Wir haben eine Quest erledigt, die wir gar nicht hatten. Wir haben unseren Meta-Manipulator ein bisschen aufgewertet. Ich freue mich schon, das auszuprobieren. Allerdings mache ich das erst in der nächsten Aufnahme. Jetzt ruft mich La Familia. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.